Mensch, da kommen wir ja mit der Aufgaben so gut durch, dass wir fast bald auf eine neue Insel siedeln können, was wir eigentlich auch müssen, weil wir haben hier echt überhaupt keinen Platz mehr. Aber die große Mission, die schaffen wir hier auf jeden Fall noch und die Sternenbewertung müssten wir auch hinkriegen. Müssen jetzt nur aufpassen, wen wir wo, wann freilassen. Also bei der Charlie, den lassen wir auf jeden Fall hier raus. Den anderen müssen wir sofort abtransportieren. Den anderen, ja, der ist auch bald da. Da brauchen wir noch einen Namen. Und wir haben schon wieder einen toten Dinosaurier. Ja, toll. Ganz toll. Wo denn? Wo denn? Wo ist er denn tot? Wo ist denn da ein Toter? Hallo. Da. Oh. Ein Gerbi. Anfrage zur War Produktabholung das der letzte erhalten. Gerbi hier? Ne, da ist noch ein Gerbi. Vielleicht siedeln wir doch ein, zwei Gerbis mal wieder um. Das war, da wollte ich hin. Das habe ich woanders hingeguckt und das Falsche angeklickt. Wie immer, man kennt das ja schon. So, aber wir können ja mal vielleicht selber fliegen. Wie ging denn das nochmal? Hallo? Nach oben bitte. So. Wo haben wir denn hier ein Gerbi? Ich möchte gerne die andere Richtung, das war's nämlich. Ich kann nicht fliegen. Ich habe auch gar keinen Flugschein. So, ich brauche mal Gerbis hier, bitte. Sorry, ich möchte euch nicht alle erschrecken, aber es ist quasi erst meine zweite Flugstunde, dann fliegen wir einfach rückwärts. So, ich brauche mal Gerbis. Da hinten. Treffen wir von hier. Ich schau mal gerade. Bin ja ein absolut toller Schütze hier. Bringt überhaupt nichts, oder? Treffen wir überhaupt irgendwas? Noch nicht so ganz so sicher. Muss man. Ah, da Treffer. Sehr gut. So, und den können wir dann umsiedeln. Brauchen wir nur einen? Waren da jetzt gar keine mehr? Ich weiß gar nicht. Transport. Wo ist er denn jetzt? Wo haben wir ihn denn? Da. Mensch. Faszinierend. Hätte ich nie gedacht, dass das Bestätige funktioniert. Anfrage zur Produktabholung. So, aber hier haben wir Dame noch ein Gerbi. Genau, dann ist der nicht ganz so alleine. Dann haben wir da wieder zwei drin. Dann können wir hier auch wieder neue reintun. Also nicht Gerbis, sondern die anderen da. Hier, genau, den können wir jetzt freilassen. Schauen wir mal, wie der aussieht. Der sieht so ein bisschen gemütlicher aus. Sehr sympathisch. Ist überfüllt. Oh je, der fühlt sich schon mal so gar nicht wohl. Sonst tun wir den hinten auch zu den Nuddles vielleicht. Wenn der sich jetzt schon nicht wohl fühlt. Ich habe diesen neuen Auftrag gerade erst erhalten und er trägt Ihren Namen. Nee, das machen wir mal nicht. Ich muss mich erst hier drum kümmern. So. Den holen wir da sofort raus.
weil wegen Überfüllung. Und dann transportieren wir ihn direkt zu den Nuddles. Wir haben ja ein Ausweichgelände. Obwohl das dann auch schon langsam wieder überfüllt wird. Aber hier kann ich es verstehen. Hier sind wirklich sehr viele drin. Nicht so schnell laufen. Wir wollen dir ja gar nichts Böses. Wir wollen dir ein bisschen mehr Platz verschaffen. Hey, süßer, kleiner. Keine Angst. Alles wird gut. So, ab zu den Nuddles und zu den Xeras. Produkt wird eingesammelt. Zustellung abgeschlossen. So, dann haben wir da zwar nur einen, aber ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe, der fühlt sich dann da besser. So, aber dann haben wir auch schon wieder einen neuen. So, den lassen wir gleich. Da möchte ich aber ein bisschen Auge drauf haben. Deshalb warten wir noch mal kurz. Wir können ja in der Zeit schon mal hier war irgendwas mit Futterstation. Können wir eine Futterstation auffüllen. Transportiere Produkt. Wo ist denn hier eine leer? Hier hinten ist alles gut. Hier ist eigentlich auch alles gut. Hier ist alles gut. Da ist alles gut. Wo ist denn hier eine Futterstation leer? Können ja mal die machen. Und die machen. Aber wo ist denn hier eine leer? Ah, da vorne. Okay. Habe ich übersehen. War das die? Reagiere auf Nachschubanfrage. War die das? Nee, hier vorne ist noch eine. Wollte doch sagen. Wir haben es ja. Die ist ein bisschen versteckt hier, ne? Wo ist sie denn jetzt? Da. Da unten. Nachschubanfrage bestätigt. So, haben wir das? Jetzt gucken wir mal einmal nach dem einen hier. Der fliegt noch. Gerbi müsste schon da sein. So, das ist aber... Es ist halt so ein bisschen verschachtelter, ne? Da ist ein bisschen mehr Platz als hier vorne eigentlich. Obwohl, mehr Platz weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Und dann müssen wir dem Kind ja noch einen Namen geben, ne? Produkt wurde zugestellt. Sehr gut, sehr gut. Fühlst du dich hier besser? Hier ist er auf jeden Fall zufrieden. Bestand, es geht so, aber okay. Wald ist okay, Grasland ist einigermaßen... Wow, der ist ja ganz schön schnell. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Der hüpselt genauso wie der Dark so ein bisschen rum, ne? Nur ein bisschen, ja. Wie soll ich das nett aus... Also der Panzer ist ja sehr schwer. So, dann such dir du deine Nahrung. Wir geben dir in der Zeit einen Namen. Und zwar ist das... Der liebe Max. Und ich hoffe, du fühlst dich bei den Nuddles und bei den Xeras und bei den paar Gerbis da wohl. Größtenteils halt Damen. Verärger die nicht. Die sind eigentlich sind die ganz lieb, die darf man nur nicht so reizen. So, dann haben wir das. So, und dann werden wir jetzt mal den Raduga hier freilassen und gucken, was die Charlie mit dem anstellt. Ich hoffe, da geht die Bewertung jetzt nicht komplett in den Keller. Gucken wir mal, wie der Kleine sich bei der Charlie schlägt. Schöne Blumen übrigens. Ja, ist einsam. Erstmal ja Charlie das Futter wegschnabulieren. Das hat die gerne. Da machst du dir richtige Freunde mit. Anderer Leute Futter aufessen. Oh, da kommt sie schon. Naja. Ja, besser ist das, dass du dich verpisst.
glaube, der hat ein bisschen Panik. Ich glaube, das wird nicht lange gut gehen. Okay, ich glaube, wir holen den da raus. Das wird nicht lange gut gehen. Und ich möchte im Moment noch keine Experimente machen. Wir schaffen ihn zu seinen Artgenossen. Na? Anfrage bestätigt. Alles wird gut, alles wird gut. So, bevor er stirbt, können wir ihn ja nochmal einen Namen geben. Jetzt habe ich mich glatt verschrieben. Oh, wartet. Ich glaube, das ist sogar schon der fünfte, ne? Oh, falschen Knopf gedrückt. Ja, Charlie, den wollte ich eigentlich hier rausholen. Den kannst du zufrieden lassen. Alles wird gut. Charlie ist auch nur geringfügig größer. Ich hoffe, der wird jetzt nicht gefressen. Hey, hier ist Ihr Freund Isaac. Und ich habe ja, etwas machen für Sie. Wir, machen wir. Aber und wir müssen mal eben kurz den kleinen Raduga da rausholen. Was für mich tun könnten. Klingt gut, oder? Ja, klingt total gut. Aber wir müssen mal eben kurz hier eine Rettungsaktion starten. So. Und dann lassen wir die Denise, können wir auch freilassen. Toter Dinosaurier. Naja. Niemand hat behauptet, jetzt hab ich keine Zeit. Einfach wäre. Ihr Fehlschlag hat das deutlich gemacht. Das sollte auch nicht. Warum ist er denn jetzt gestorben? Ich habe den doch da rausgeholt. Och, Leute. Wieso ist der denn? Ich hab den doch abgeholt. Wieso passiert das? Also nicht, dass die sterben, aber ich hab den da rausgeholt. Oder wird der selbst betäubt noch irgendwie gefressen? Unterwegs, um Produkt abzuholen. Faszinierend. So, jetzt hoffe ich, dass der andere wenigstens irgendwie überlebt. Wo ist er? Also bei der Charlie irgendjemand rauslassen ist eine ganz, ganz doofe Idee. Das sollten wir uns mal hintere Ohren schreiben. So, wo ist er? Wenigstens den mal retten. Du darfst nicht so da rumflitzen. Wir wollen dich da rausholen. Du hast gesehen, was mit dem anderen passiert ist. Das passiert mit dir auch. Die Charlies, die sind da nicht Transport im Gange. Sehr sozial. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Tja, aber jetzt ist die Mission fehlgeschlagen. Was machen wir denn jetzt? Können wir eine neue annehmen? Gäste einlangen, da müssen wir mal ein bisschen mehr generieren. Ich habe das da einfach mal so angenommen. Da können wir ein bisschen... Wohl, nee. Viel teurer können wir da nicht werden. Produkt in der Luft. Da können wir einfach nur andere Produkte anbieten. Und die dann teurer machen. Jo. Wo haben wir noch hier Gästeanlagen? Ich kümmere mich jetzt erst darum. Aber dann sollten wir uns für 31 schon. Okay, das ist. Das geht. 24, das geht auch. Was ist hier? Für 20, alles gut. So, hier haben wir noch ein Spielzeugwarenlager.
Können wir ein bisschen billiger machen. So, hier für 20 ist auch gut. Wir können ja nicht nur den ganz teuren Scheiß verkaufen. Also Scheiß, das sind natürlich hochwertige Stoffe und Materialien. Okay, der wird transportiert. Den müssen wir auch gleich noch benennen. Erinnert mich mal dran. Was war hier? Hier ist ein Schutzraum. Wir brauchen noch mehr Gästeanlagen, merke ich gerade so. Ist da was? Dann machen wir hier doch kein Spielzeug. Dann machen wir hier auch Fernglas und das können wir nämlich teurer machen. Und schon verdienen wir mehr damit. So, und dann... Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier einmal gucken, ob wir eine neue Mission starten können. Können wir so nicht. Da können wir. Aufträge, Missionen abgeschlossen. So. Wissen Sie, warum schlechte Shows schließen müssen? Aus demselben Grund wie gute. Das Publikum ist weg. Wir müssen Gäste in unsere Parks holen. Vielleicht reden wir deshalb von Einkommen. Okay, hätte ich vielleicht mal lesen sollen. Die Mission schlägt halt fehl. Cool, cool. Wenn jemand stirbt oder halt Gäste angegriffen werden. Neue Dinos, ausbrüten, schlüpfen lassen, unterbringen. Sie kennen den Ablauf. So, jetzt müssen wir das nochmal machen. Eine Show. Ein Spektakel, das sich über hunderte Millionen Jahre erstreckt. Sorry, ihr überlebt es vielleicht nicht. Wo ist hier eine Krankheit ausgebrochen? Da hinten, okay. Nee, Fahrzeug lenken wollte ich jetzt nicht. Hallo? Mach mal Aufgabe. Wo sind wir? Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Einmal hier und einmal da. So, und dann können wir noch einen Max vielleicht hier rein tun. Vorausgesetzt, alle anderen sind irgendwie glücklich und denen ist das nicht zu voll. Bestand ist okay. Bei der Xera. Bei den Xeras. Mehrzahl von Xera. Xeras. So, Nadel, wie sieht's bei dir aus? Bestand ist auch noch okay. Bei ihr auch. Okay. Ja, gut. Dann machen wir hier nochmal einen Max. Oh, wir den anderen können wir auch rauslassen. Okay. Eine infizierten Dinosaurier entdeckt. So, und da machen wir jetzt mal nochmal einen Raduga. Abbrechen. Wollte ich nicht. Ich hatte gesagt Raduga. So, und hier machen wir auch nochmal eine Denise. Dann haben wir die beiden. Und vielleicht hätten wir das da machen sollen. Direkt. Hey, Sie wissen, dass ich vor allem ein Entertainer bin. Machen wir doch nochmal abbrechen. Wer sein will, muss auch Erfolg haben. Den können wir direkt hier machen. Erfolg? Am Geld. Weniger Gefahr. So, ich habe dem volle Kanne ins Wort gelabert. Ist aber egal. Die reden eh nur Schwachsinn. So, aber jetzt haben wir hier eine Denise. Hier haben wir einen Max. Einen Denise. Und einen Raduga. Und die Bewertung müssen wir noch irgendwie höher kriegen. Die Bewertung muss noch höher. Frage ist noch wie. Vielleicht hier nochmal. Ich mache es kurz. Es gibt eine neue Mission. Sehen Sie sie sich an. Nee, das machen wir nicht. Wir kriegen die ja noch nicht mal auf 4,5. Mein Gott. Wir müssen hier vielleicht irgendwo nochmal so einen Beobachtungsturm. Vielleicht hier? Na, da ist ja auch schon einer. So, da sind auch schon welche. Hier ist auch schon ein Restaurant. Ist natürlich hier für die Gäste nicht ganz so spektakulär. Gehen zwar welche her, aber ein Schienenbahn frisst, glaube ich, auch nur Strom.
dachte, da könnte man noch einen Namen mit generieren. Na gut, wir könnten den hinteren Platz noch mal ein bisschen ausnutzen, um da irgendwelche Anlagen hinzubauen. Aber ich glaube, das bringt es auch nicht. Mit der Bewertung müssen wir wirklich gucken, dass wir noch mal irgendwie bessere Dinosaurier herstellen. Wir können ja doch noch mal hier einen vernünftigen Raduga mit einem Genom entwickeln. Vernünftigen. Die anderen sind auch vernünftig, natürlich. So, machen wir mal einmal so. Und so. Und Angriff. Ich möchte den Angriff nicht zu hoch schrauben. Die sollen sich ja trotzdem alle noch verstehen, ne? Alles irgendwie hier auf Angriff. Na, machen wir mal so, dann ist die Lebenserwartung auch ein bisschen höher. Und die anderen haben wir noch nicht. Alles klar. So. Ausbrüten. So, und wer kann freigelassen werden? Wer von euch? Der Max kann freigelassen werden. Alles klar. Kommst du raus, kannst du spielen. Nachdem ich dich transportiert habe, natürlich. Du fühlst dich ja hier nicht so wohl. Deshalb kommst du bestätigt zu deinem Artgenossen. Ich hoffe, das ist dann für dich okay. Und da kann der nächste Dinosaurier freigelassen werden. Das machen wir natürlich auch sofort gleich. Sobald wir den Max in ein angenehmeres Zuhause gebracht haben. Nicht wegkuppeln. Dir passiert nichts. Alles wird gut. So, du kommst einmal zu deinem Kollegen. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Können wir dich trotzdem eben schnell benennen? Können wir. Alles klar. So, tada, tada. So, und dann können wir den nächsten hier freilassen. Da müssen wir jetzt schnell sein. Da müssen wir schnell sein. Schnell hier weg. Raus. Bitte hier nicht die Ansicht ändern. Aufgabe hinzufügen. Ganz schnell. Produkttransport wird durchgeführt. Betäuben. Und hoffentlich hat die Charlie das nicht mitbekommen. Vortransportteam. Nicht wegrennen groß. Mach keinen Unsinn. Sei nicht lebensmüde. Oh, 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 oh. Das wird doch wieder nichts. Hoffen wir mal, dass das noch funktioniert. Und hier hin. Bloß nicht, dass sie den wieder frisst. Der ist ja jetzt betäubt. Niemand hat behauptet, dass es einfach wäre. Das gibt's doch nicht. Ihr Fehlschlag hat das deutlich gemacht. So ein blöder Mist. Wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Aber wir müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen. Dann müssen wir wirklich absperren oder so. Naja, meine Lieben, das werden wir aber in der nächsten Aufnahmesession machen. Wir sind schon wieder am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.